Gut. Ja, ein bisschen übermüdet und damit herzlich willkommen erstmal wieder zu einer kleinen Spezialsendung oder Spezialfeuer auf. Ja, ich merke gerade, ich bin auch müde. Damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Spezialsendung hier in GTA oder Spezialaufnahmesession, wie auch immer. Heute mal nur zu zweit hier mit dem unserem Kaputten hier, der sich gerade seine Finger anguckt. Und ja, heute Ja, mal außerhalb des. Heute mal außerhalb des ich wollte Üblichen. gucken, ob da noch was von Yvonne dran ist, deswegen habe ich gerade. Das will ich jetzt gar nicht wissen. Nein, heute machen wir noch mal ein bisschen zu zweit, ein bisschen ruhiges Gedaddel außerhalb der Ja. obligatorischen Q-Sendung. Komm ich mal auf Sendung? Mann, unsere Q-Session. Wir sind also gerade nicht als Crazy Five YouTube unterwegs. Wir sind einfach Genau, nur wir sind ganz heute normal einfach als nur Spieler mal ein unterwegs. bisschen spontan abends ein paar Stündchen gedaddelt. So. Deswegen sehe ich auch heute so normal aus und nicht in irgendeiner crazy Heute war Maske und irgendwas. ohne Maske, genau. So, ich muss mal gerade kurz. Ja, das sind ja nur meine Crazy Five YouTube Outfits. Ich trage die normalerweise gar nicht. Ja, Crazy Five, die sich wahrscheinlich hoffentlich demnächst ein bisschen vergrößert. So, muss ich mal ein bisschen Ja, ich runterdrehen. versuche es ja schon die ganze Zeit, aber weiß nicht, der Rest bemüht sich ja nicht so ganz um neue Mitglieder irgendwie. Naja. Ich habe ja vorhin schon mal wieder überlegt, als ich gerade in der Liste gesehen habe, warum fragst du dich mal hier Brandl und Co., die spielen doch auch so viel. Ja, Brandon, warum nicht Brandon und Novian mal fragen? Warum nicht? Eigentlich nicht. Bei denen Kannst du weißt du, doch die sind mal. immer für so eine Kacke zu haben. Ja, Nutzt die. du hast mehr Kontakt zu denen. Ich habe nicht mehr wirklich Kontakt zu beiden. Ich dachte eigentlich eher, dass du Kontakt zu denen hättest. Ich hab eigentlich auch keinen Kontakt zu denen. Nee, ich überhaupt nicht. Seit ich nicht mehr in der EG fahre, eigentlich mehr Weil weniger. Nur wenn schreibt mal ab und an noch, aber ich habe so wirklich gar nicht mehr. Naja, gucken wir mal. Also, wie ihr merkt, wir versuchen Leute zu kriegen. Und falls ihr Bock habt, mal mit uns ein bisschen abzuhängen und irgendeine Scheiße fabrizieren. Ja, herzlich willkommen. genau, also wenn da draußen noch Leute sind, die ganz alleine zocken und die niemanden haben und auch nur gelangweilt durch die Gegend rennen, weil sie sonst nichts zu tun haben, Ja, und durch weil sie gegen halt welche Türen keine rennen. Leute haben zum gemeinsamen Zocken, dann könnt ihr euch ja gerne auch bei Kev unter den Videos melden oder halt ja, bei mir in den Facebook-Postings. Oder auch bei Kev in den Facebook-Postings, wenn er denn die richtigen Links verlinkt. Ja, ausnahmsweise. Ist aber mittlerweile wieder gefixt alles. Das war wohl Ja, irgendwo ein denn Fehler. Kev ist voll der Fixer. Das nicht. Nein, das ist So, halt mal von dem falschen Video Link reingerutscht. Da gab es vor einiger Zeit mal Probleme mit dem Facebook Business, mit dieser App. bei Kev rutscht halt manchmal das falsche Ding rein. Nee, das rutscht meistens immer so richtig rein. Aber So, okay. Ja, dann starte starten ich und. jetzt. Ja, dann machen wir heute ein bisschen Zeugs und zwar machen wir heute ein paar Die Rückführungsmissionen von Simeon haben aktuell nicht doppelt, sogar dreifach RP und Genau. Wir wollen ein bisschen Kohle haben, Dings weil und ja. genau, wir wollen ein bisschen Kohle machen, weil ich mir gerne die Agentur kaufen würde, dass wir dann irgendwann in den nächsten Sessions das neue Update angehen wollen mit Franklin. Das ist so der Plan und dazu brauche ich halt Geld, Geld, Geld. Money, money, money. So, ich habe dich eingeladen. Komm jetzt. Erscheinen reicht. Ja, das heißt, der Blonde ist ja nicht da diesmal. Bist du soweit? Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich muss gerade noch ein paar Sachen machen. Und zwar Missionchen. Munition und Panzerung kaufen. Jetzt bin ich bereit. Wird bei dir Wichtig. auch gerade die Mucke immer lauter und leiser? Bei mir wird die ganze Zeit leise, laut, leise, laut. Kann sein, wenn ich spreche. Nein, alles gut. Ich habe die Musik sowieso mehr oder weniger auf ein Minimum gedreht. Weil mir das allgemein beim Quatschen stört. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht hört, sondern es stört beim Quatschen selber. So, unsere Autos stehen ja da vorne.
Ich weiß ja, aber mit deinem fahren wollen, mit meinem. Einer steht hier um die Ecke. Ja, mit meinem Fahren geht schlecht. Gut, muss ich dann vor der nächsten Mission ein anderes auswählen. Ja, dann steig ein. Weil auf meinen Oppressor kannst du, glaube ich, schlecht mit drauf. Weiß ich nicht. Ich glaube, dann kann man nur alleine drauf sitzen. Ja. Das habe ich fast. Genau. Ich möchte noch mal betonen, Kev sitzt am Steuer, nicht ich. Wieso soll das denn schon wieder heißen? Naja, wer von uns beiden der bessere Fahrer hier ist, ist ja eigentlich offensichtlich, oder? Von den ganzen Rennen, die wir schon gefahren sind. Ja gut, Sven kann ja nur mit ran. Ich meine, letzten... Naja, ich verstehe dich nicht. Normalerweise magst du es doch, wenn Sven dich rammt, also... Ja, normalerweise mag ich es andersrum. Außer Sven, ja, es geht nicht um ihn. Ich stehe... Es geht das nicht sagt um, er jetzt, liebe Zuschauer. Das geht sagt er nicht. Jetzt. Also nochmal. Bevor wir es jetzt wieder klar. Ich will es nur klarstellen. Also ich finde es nicht schlimm. Ja, warum auch? Aber ich stehe nicht auf Männer. Und das Einzige, was ich anbagger, ist Svens Charakter. Da ich auf blonde Frauen stehe. Er hat es aber noch nie ausprobiert. Ich will doch gar nicht ausprobieren. Ach, meine Güte. Etwa. Und ja, es liegt einfach wirklich daran, dass ich gerade ein bisschen übermüdet bin. Aber es wird schon irgendwie werden. Ist ja nur ein bisschen Just for Fun. Genau wie Svenjas Loch findet auch hier die Route nicht. Alter, ich fahre echt nur so Scheiße zusammen, ne? Ich glaube, du fährst nachher beim nächsten Mal. Kann ich machen. Nee, alles gut. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, Kev ist im wahren Leben Busfahrer, also man sieht, also das ich fahre, auf jeden Fall ich fahre tatsächlich im Real Life anders als in GTA. So, also sagen wir mal so, bis jetzt hat sich doch kein Fahrgast wegen meinem Fahrstil beschwert. Die meisten sind sogar tatsächlich froh, wenn sie mit mir mitfahren können, das ist wirklich so. Die warten teilweise noch. Die warten manchmal sogar noch einen Bus länger ab, um mit mir mitfahren zu können. So, jetzt müssen wir überlegen, welches Auto. Wenn du nicht dabei noch Sprachnachrichten machst. Ich schicke niemals Sprachnachrichten. Beim Handy bleibt tatsächlich aus, wenn ich fahre. Also was heißt aus? Es bleibt da, wo es hingehört. Und zwar weg von mir. Also niemals das Handy wie mein Handy am Steuer. Das mache ich beim Bus sowieso nicht. So. Genau. Man merkt, du fühlst dich mit der Farbe wohl. So, was ist denn mit der Farbe? Rosa. Ja, und? Ist auch nur eine Farbe. Ich weiß, du magst ja gerne, du trägst ja gerne den rosa, den... Mit rosa Look. Ich bin mir halt meiner Männlichkeit sehr bewusst, deswegen kann man auch sowas tragen. Ah ja. Man merkt halt auch, wie schwer diese Missionen eigentlich sind. Die haben auch überhaupt nicht die Qualität von den allerersten Missionen. Es sind auch nicht die allerersten Missionen, die es GTA Online gab, ne? Überhaupt nicht. Es ist total schwer zu schaffen, auf Einstellung schwer. Ja, also wir haben jetzt gerade übelst geschwitzt und Die Kontaktmissionen sind überleben. Die Kontaktmissionen hast du teilweise doppelt und dreifach durchgekaut und ja. So, dann haben wir da war es feucht. Ich wollte es doch nicht da. Und Sven ja auch nicht. Thank you, my boy, thank you. I am honored to call you my son. By another mother, if you know what I mean. Ah, peace and love. You have done me proud. Man hat übrigens gerade die Augen von Kevs Charakter gesehen. So sieht er auch gerade aus nach der ganzen Schicht vom Busfahren. Genauso verwirrt. Ich habe tatsächlich Urlaub. Also ich bin tatsächlich die Woche wie Sven, flexibel. So mal eben ganz schnell mal 30.000 gemacht. Ja, kann man so mitnehmen. Kann man keine Kills, so keine Tode, passt.
Und damit müsste es auch ein Level Up sein, ja, 308, genau. So, was spielen wir jetzt? Wir können auch anders. Die spiele ich gerne mal alleine. Ist auch easy eigentlich. Es gab ja früher, ich habe früher mal Tagesmissionen gemacht und das war so über 2 Monate hinweg. Und da gab es auch solche Missionen, mach eine Kontaktmission und dann ist die eigentlich mit einer der besten, weil die relativ schnell geht. Eigentlich ist das Motto von Kev und Sven zusammen, wir können auch anders. Um nochmal das von ihm aufzugreifen. So, dann let's go. So. Ich glaube, großen, weiß gar nicht, wie weit wir es haben zu dem Auto. Ob das jetzt lohnt. Ja, wohl, ich fahre die mit dem Kuruma normalerweise, weil du dir dann aus dem Auto wegschießen kannst. Aber die kriegen wir schon. Hier sind ein paar Gegner halt nur. Vielleicht auch einer sein, oder? Nee. Da kommt ein Auto. Lass doch kommen. Nee, ist ein Fahrrad, lol. An dieser Stelle grüßen wir auch mal ganz lieb und nett unsere Crazy Five YouTube Crew Mitglieder. Ihr seht, ohne euch machen wir nur total langweilige und stupide Dinge. So, ja, da ist nicht viel mit ja gut, das merkst du halt, wenn halt zwei Mann, das weißt du jetzt auch die letzten Sessions gemerkt, wo Baby nicht da war. Ja. Jetzt ist eine ganz andere Stimmung. Ich meine, es ist keine, also, schlechte, es ist keine schlechte Stimmung, aber es ist halt keine, eine ganz andere, da fehlt irgendwo was. So viel zu lachen wie beim letzten Sonntag habe ich heute wahrscheinlich nicht. Das ist halt auch so. Es liegt aber auch ein bisschen an der Uhrzeit. Wir haben jetzt gleich 12 Uhr nachts. Und du hast du hast deine Arbeit hinter dir. Wir sind dir sicher. Das ist es halt einfach. Es ist einfach wirklich nur ein bisschen. Bisschen cool. Meine schöne weiße Jacke ruiniert. Ich kotze. Nicht. 7000. Und das, obwohl wir dreifach AP und auf schwer gestellt haben. Ja. Hat das eben ja gebracht. Ja, die Frage ist, wie oft habe ich die schon gemacht? Oder wie oft habe ich die schon gemacht? Ein Kill nur, ich dachte, ich hätte mehr geholt. Ich hatte doch alleine schon an der Tankstelle ein paar Leute weggeschossen. Okay. Noch da? Ja. Alles gut. Bitte geben Sie jetzt Ihre Stimme ab. Ach so, was hast du jetzt gemacht? Links unten. Ach, da unten. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ja, das war, aber es gibt halt dreifach. Ja, das war die. Stimmt, das erste war, das hier oben haben wir ja in der Mitte, das haben wir ja. Das war das erste Semmzion, ja. Mit dem Auto, das so heißt wie die Stadt aus Matrix. Ja, ich kann mich erinnern damals an die Folge tatsächlich, dass ich da so ein bisschen meine Probleme hatte mit dem Ausbrechen. Also gesessquetscht heißt das Ding. Ich habe damals bei den Problemen gesasquatscht. Ja, wie auch immer. Aber ich weiß nicht. Eigentlich macht man die zu viert, wir machen sie jetzt zu zweit. Ja, ich glaube, das haben wir sogar sogar zu viert gemacht. Ich glaube, das war eine von den Missionen. Ne? Da war aber euch Baby noch mit dabei. Ich weiß gar nicht, wer der letzte war. War schon Enrico mit dabei? Ich habe keine Ahnung. Das ist so lange her, dass wir als Crazy Five YouTube Missionen gemacht haben. Wirklich ewig her aus das. Mhm. Na dann. Begib dich auf jeden Fall zur Messberg Arena. Das ist jetzt die Aufgabe. Also ihr merkt, liebe Leute, wir können auch spontan mal zwischendurch ein bisschen zocken. Also es ist. Normalerweise treffen wir uns immer sonntags morgens. Klar, das ist nicht für jeden, aber wir sind auch tatsächlich zeitmäßig flexibel. So, zumindest. Wenn man nicht gerade arbeitet.
Ja, oder wir halt gerade nicht arbeiten müssen. Ist aber auch nur spontan, dass ich Urlaub bekommen habe. Ist halt so. Wenn man halt genug arbeitet, genug Überstunden hat, dann kriegt man halt auch nochmal einen Zwangsurlaub reingedrückt. Da ich momentan auch sehr viel auf Arbeit bin und das mir auch Spaß macht. Ja, ist gut. Vernichte die Fahrzeuge. Einfach drüber fahren, passt schon. Nee, persönliches Fahrzeug soll ich nicht zerstören. Okay, ich kann die jetzt nicht markieren. So, dann fahren wir mal zu dem ganzen Knubbel da unten hin. So, erster schon mal zerstört. Naja, ich fahre unten links, wo der ganze Knubbel, wo der ganze Parkplatz voll ist. Ich fahre jetzt auch zum Parkplatz. Alter. Platz sparen, das ist aber auch echt was anderes mit dem Ding hier. Ups. Das sind alles so komische, die ganzen Prius, Hybridfahrzeuge da. Und bei mir sind das hier irgendwelche Gang-Autos von der... hier bei Bennys. Okay, ja, ich bin hier unter Flughafen bei den Panzern. Die Latinos hier. Nicht umkippen. So, jetzt fehlt mir noch ein Auto. Da stehst du. Hab's. Ich frag mich nur gerade, wo der letzte sein soll. Da muss ich dafür aussteigen. Warte mal gerade kurz. Wo bin ich denn da? Bist da oben? Ah, hier fährt doch. Hier fährt doch einer. Der ist hier drin. Okay, einen müssen wir tatsächlich mit dem Auto abfangen. Einer war im Bennys, dafür musste ich aussteigen. Ja gut, schießt ein paar Raketen rein und Gott. Na, geht doch. Wir gehen die Cops gerade so ein bisschen auf Eier. Ja, toll. So, nochmal. Noch eine Fuhre. Gut, dass es kein Time Limit gibt. Ja. Ich glaube, mit Zeitlimit wäre jetzt nervig. Genau, du fährst dem einen da hinterher, das dachte ich mir gerade schon. Ja, komm, geht doch. Oh, Alter! Wenn du über den Hügel fliegst und dann an dem. Nicht siehst genau, dass an der Ampel auch eine Karre steht. Gut, du musst mit der Karre ja nicht alles hochjagen, ne? Fuck! Fuck!
Granaten tut's auch. Kriegst du das hin, da wo du gerade bist? Ja. Gut. Dann hole ich mal das andere sich bewegende Fahrzeug da. Alter, was ein Drift gerade mit dem Sasquatch. So, wo steht die eine Karre jetzt noch von der... Ja, jetzt kommt der Feuer. Da ist der drin. Oh, der kommt sogar auf mich zugefahren. Das ist nicht einmal Service. Erledigt. Okay. Bin ich über den falschen drüber gefahren? Bleibst du stehen? Geht doch. Gut, dann haben wir's. Ruf doch einfach Lester an. Ich bin jetzt, wenn ich hier am Mund an den Docks nicht los bin, gehe, rufe ich ihn sowieso an, klar. Wo willst du dich mit dem Ding hier verstecken? Ich hab schon gute Möglichkeiten. Ja, auch wenn Svenjas Loch groß genug wäre, ist das gerade nicht vorhanden. Stimmt wohl. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage, bei dem ganzen Material, was wir schon aufgenommen haben, wann kommt dann diese Folge bei dir raus, in 30 Jahren? Ich habe keine Ahnung, wann die rauskommt. Ich bin jetzt fast durch mit meinem, also mit dem ersten großen Teil. Das, was wir jetzt, glaube ich, vor zwei oder drei Mal aufgenommen haben, das ist, glaube ich, jetzt gerade dran. Da habe ich jetzt die ersten Folgen. Also es ist jetzt raus. Heute, warte mal, was kam denn für eine Folge da? Ach so, genau, das Last Standing am Staudamm. Ich glaube, nee, das war das erste, glaube ich, da wo ich die Granate reingeworfen habe, wo ich mir die zwei Leute geholt habe in einem Zug. Mhm. Das war die heutige Folge. Den Kill, den du so gefeiert hast. Yep. Genau. Ja, war ja auch geil, einfach Granate reingeworfen und zwei Mann geholt, damit die Runde gewonnen. Ich drehe noch ein paar extra Runden. Ja, aber mit der Karre klar, aber kommt das Kind zu langsam. Das hat schon mehr gebracht als 53.000. Mhm. Ja. Und ein Level Up. Okay, du hast Gegner noch dabei. Ich habe keine Gegner. Ich habe nur verbautes Blatt machen müssen. Aber Granaten nur. Ja, das waren jetzt mal. Ich habe doch gesagt, bei Bennys waren diese Latinos mit ihren Latino-Karren. Ach, okay, ja gut. Ich habe ja nur zwei Parkplätze gehabt, die ich gleich machen musste. Ja, du hast das ganz schwere Zeug, ich weiß.